Also wenn Sie ein Teelicht zu Hause haben und ein bisschen Wäscheleine, eine Zahnbürste, einen Zollstock oder eine Wäscheklammer, dann können Sie bei Das Spiel beginnt jetzt gleich richtig viel Spaß haben. Es klingt verrückt, aber so sind die Zeiten. Spiel beginnt. Vielen Dank für den freundlichen Empfang, der von unseren Mitspielern kommt und von unserem Team. Es sind außergewöhnliche Zeiten. Auch wir produzieren nach den Hygiene- und Abstandsregeln, wie sich das gehört. Aber wir wollen uns den Spaß nicht nehmen lassen und wollen Ihnen zu Hause mit dieser Sendung, in der man von 3 bis 99 locker mitspielen kann, ein paar Anregungen geben, was zu tun ist in diesen Zeiten. Und wenn Sie sich einfach nur zurücklehnen möchten und miträtseln und mitraten möchten, dann haben Sie jedes Recht dazu. Wir haben großartige Gäste eingeladen. 4 Teams, die jeweils in häuslicher Gemeinschaft leben, die also unter sich nah beieinander sein dürfen. Wie zum Beispiel dieses Schauspieltraumpaar Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger. Herzlich willkommen. Die Fußball-Bundesliga macht Pause. Da haben wir uns einfach für die erste Liga des Schauspiels entschieden. Die beiden und dazu Luna mit ihrem Papa Till Schweiger, einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und Produzenten. Herzlich willkommen euch. Ganz besondere Freude ist, dass dieses junge Elternpaar zu uns gekommen ist, die beide an Covid-19 erkrankt waren, aber durch sind damit. Schön, dass ihr da seid. Amira und Oliver Pocher. Olli simuliert schon gleich mal einen Hustenanfall. Und dann, also zu dem jungen Mann könnte ich sagen, ich kannte dich schon, da warst du so, aber den Spruch hast du zu oft gehört, deshalb lasse ich es einfach mal weg. Deine Mutter ist mir vielfach begegnet. Am liebsten würde ich sie wie so oft in den Arm nehmen. Das geht heutzutage nicht. Nein. Das holen wir nach. Herzlich willkommen, San Diego mit seiner Mutter Verona Poth. Was machen wir heute Abend? Wir spielen in 8 Runden Klassiker, die Sie zu Hause gut kennen, aber auch ein paar Spiele, die wir uns ausgedacht haben und die Sie ganz easy nachspielen können. Am Ende gibt es ein großes Finale. Es bleibt bis zum Schluss spannend und anstrengend lohnt sich, weil es geht um 15.000 Euro, die das Siegerteam für einen guten Zweck zur Verfügung stellen kann. So viel vorneweg. Lass uns loslegen. Das hier ist das erste Spiel heute Abend. Stadt, Land, Fluss. Das kennt jeder. Das ist ein Spiel, das seit Ende des 19. Jahrhunderts schon in kirchlichen, auch in politischen Kreisen von jungen Menschen gespielt worden ist. Und das Sie sicherlich in dieser klassischen Variante kennen von zu Hause. Jeder hat das schon mal gespielt. Stadt, Land, Fluss, worum geht's? Ein Buchstabe wird ermittelt und dann müssen alle Spieler in jeder Kategorie so schnell wie möglich den passenden Begriff aufschreiben. Wer später die meisten richtigen Antworten hat, gewinnt. Das ist die Zuhause-Version. Bei uns geht das ein bisschen anders. Und deshalb bitte ich hier vorne an die Pulte einmal Familie Schweiger und einmal Familie Poth. Bitte sehr. San Diego und Verona hierhin. Luna und Till hierhin. Wir alle haben, Sie merken das schon, ausreichend Abstand zueinander. Und die beiden, ich sag's nochmal, die miteinander spielen, dürfen das, weil sie in häuslicher Gemeinschaft leben und insofern sowieso nah beieinander sind. Ich sage euch die Regeln unseres Spiels in dieser Sendung. Sie lauten, auf der Wand werden jetzt gleich eine Kategorie oben und darunter ein Buchstabe angezeigt. Wenn ihr eine Antwort wisst, dann buzzert ihr und nennt den richtigen Begriff oder einen richtigen Begriff innerhalb weniger Sekunden, also am liebsten unmittelbar. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist die Antwort falsch oder kommt die Antwort zu spät, bekommt das gegnerische Team einen Punkt. Es gewinnt das Team, das zuerst 7 Punkte erreicht. Okay? Geht um Geografie. Eigentlich geht es um jedes Wissensgebiet. Man kann hier nur Spaß haben. Wir können doch hier schon mal die Hand drüberlegen. Ihr dürft, ne, die Hand darüber haben, aber genau, wenn ihr buzzert, guck mal, da geht's schon los. Ich baue jetzt hier auf die Jugend. Ich sage gleich Stopp für die Kategorie, die erscheint oben. Guck mal, der Stopp. Hat schon die Hand auf dem. Ein Vierbeiner mit. Was, warum drückst du denn? Mit Verona. Ein Vierbeiner. Ein Ochse. Ein Ochse, richtig. Erster Punkt für Verona und San Diego. War das eine Antwort oder wolltest du irgendjemanden beleidigen? Nee, mit Ochse? Nee, okay. Das war ganz inspiriert. Okay, dann geht's weiter. Nochmal oben die Kategorie, unten der Buchstabe. Aber wenn man es nicht weiß, geht der Punkt an die andere Mannschaft. Kategorie Stopp.
Aha, ein Verspätungsgrund mit H. Oh, da kommt auf einmal Zurückhaltung. Bitte was sagen? Till. Hausarzt. Hausarzt. Würde ich sagen, lass ich gelten. Also man muss zum Hausarzt. Also kann man das. Natürlich. Ja. Ein bisschen Fantasie darf man schon auch haben. Hau raus. Ich kann auch Hautarzt sagen. Sie dachte jetzt, sie stoppt den Buchstaben. Nein, nein, der Buchstabe, ich stoppe den, ich stoppe die Kategorie. Du stoppst den Buchstaben und wir stoppen, man kann sagen, ich moderiere die Sendung. Ja, so, jetzt habe ich es geschickt, ich dachte eigentlich ich, aber gut. Auf geht's, weiter, neue Kategorie in unserem ersten Spiel. Stopp! Eine Eissorte mit W. Verona. Waldmeister. Waldmeister geht durch. Schmeckt immer ein bisschen künstlich, aber... Ja, ist aber lecker. Ich liebe Waldmeister. Spielen wir schon oder trainieren wir noch? Nein, nein, ihr spielt schon. Ihr liegt 2-1 hinten, ganz genau. Und weiter, nächste Kategorie. Die Hand drauf. Einfach drücken. Stopp. Etwas Rundes mit... Das Rad. Ja. Ah, das ist stark. Ja. Die räumt aber schwer ab hier. 3-1 Führung für die Poets. So, nächster drauf. Versuch. Pfote drauf. Ja, also ich drück und du sagst, oder wie? Nee, diesmal du. Genau. Ja, stopp! Eine Stadt mit... Passau. Jetzt ist Till dran. Bitte? Passau. Passau ist richtig. Niederbayern lassen wir nicht nur gelten, sondern ist ja auch noch eine wunderschöne Stadt. Müsste fast einen Zusatzpunkt geben, aber sowas gibt es hier nicht. 3-2 für die Bayern. Nehmt ihr, genau. 3-2 für die Poets nach wie vor. Nächste Kategorie. Stopp. Ein Wort mit 4 Buchstaben und beginnend mit E. Esel. Esel ist gut. Oder war das wieder eine Beleidigung? Nein, okay. Esel, Esel ist stark. Esel ist stark. 4-2. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Auf geht's. Nächste Kategorie. Futter drauf. Stopp. Ein Hobby mit B. Badminton. Ballett, Badminton geht die alles. Die haben doch gedrückt. Nein, aber das Licht ist hier. Ach so, noch schneller. Das ist ja noch schneller. Ballett, Badminton, alles bestens. 4-3. Bleibt spannend. Hast du den, wie es bei dir rattert gerade? Sehr gut. Okay, nächste Kategorie. Stopp. Eine Wohnungsdekoration mit A. Luna war sehr schnell. Etwas in der Wohnung mit A ist... Ein... Das dauert mir zu lang. Wieso? Das dauert zu lange. Apfel. Ein Apfel, der ist zu spät. Der Punkt geht an Verona und San Diego. 5-3. Weiter geht's. Noch 2 Punkte dort bis zum Sieg. Ihr bräuchtet 4, Luna und Till. Stopp. Eine Fitnessübung mit L. Liegestütze. Liegestütze ist richtig. 6. Punkt. Im Tennis würden jetzt von einem Matchball sprechen. Minus und Minus. Was bitte? Ich sag 2 Doofs in einer Sendung. Wenn man die mal zusammentut, dann räumen wir heute ab. Also wenn deine Mutter das sagt, okay. Ja, aber nee, du der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich habe ihn ja extra mitgebracht. Okay, ihr habt ein paar Matchbälle, aber ihr seid noch nicht im Ziel. Nächste Kategorie. Komm, Diego. Einfach spammen. Stopp. Ein Wort, das auf Heid endet, mit S. Steifheit? Steifheit, ja. Das wird ja, also Eiweiß wird ja in Steifheitsgraden gemessen. Steifheit. Ja. Olli, lassen wir Steifheit gelten? Naja, ist auch ein Hobby, aber ich lasse es jetzt mal durchgehen. Ich hätte Schönheit auch sonst genommen. Schönheit, natürlich. Schönheit. Okay, also der Punkt geht an Till und Luna. Steifheit ist gut. Das war der 4. Punkt für die Schweigers. Ihr seid im Spiel, aber ihr braucht auch die schnelle Hand. Na, ihr braucht die schnelle Hand. Nächste Kategorie. Stopp. Ein Fortbewegungsmittel mit R. Luna. Auch ein Rad. Ein Rad, ist richtig, absolut. Mit F wäre es ein Fahrrad gewesen, mit D ein Dreirad. Und so ist es einfach nur ein Rad. 5. Punkt, das Ganze wird noch mal spannend. Hier kommt die nächste Kategorie. Stopp. Eine Frisur mit D. Verona. Eine Frisur mit D, Dauerwelle. Das lassen wir nicht nur gelten, das ist absolut korrekt. Und damit der 7. Punkt für San Diego und seine Mutter Verona. Das müssen wir anerkennen.
Till und Luna, nehmt auch wieder Platz. Mist. Ihr könnt gerne hier euch hinsetzen. Und was so ein Sieg in einem Duell wert ist, das entscheidet ihr ein bisschen selbst. Weil nach jedem Spiel wird gewürfelt. Ob ihr also einen Punkt dafür bekommt oder sechs, das liegt in eurer Hand. Wer würfelt? Ja, also du bist doch so ein Zockerkind, ne? Wenn man so mal ehrlich ist. Ja, also so ein Zocker-Teenager von mir aus. Ja, mit dir als Mutter wird das ziemlich schwer. Ja. Ich verbiete alles, was mit Zocken zu tun hat. Tatsächlich? Ja, ich bin so dagegen, aber die Jugend setzt sich ja durch. Ich kann jetzt mal die Geschichten erzählen. Mir wurden tatsächlich schon Haare abgeschnitten, währenddessen ich PlayStation gespielt habe. Aber nur eine Strähne. Einfach mal in den Computer reingeschlagen. Also, nein, ich habe ihn umgeschubst. Also, mit Scheren angestochen. Okay. Nein, nur schon alles durch. Das sind ehrlich gesagt die schönsten Gespräche, ja. Man stellt keine Fragen und die Antworten kommen trotzdem. Bitte. Ja, er will sich doch mal jetzt kann ich nicht mal auspacken hier. Also, jetzt kann ich mal alles verlosen. Das ist auf jeden Fall ein echter Würfel. Also es ist praktisch die Mutter aller Zockerinstrumente. Oh Gott. Da sind Zahlen drauf von 1 bis 6. Völlig verrückt. Also, du San Diego oder Mama? Du machst. Okay, es muss getan werden. Hier irgendwo in die Mitte, wie es dir am besten passt. Mit Schwung, okay. Ja. Ey, Moment, nächstes Mal Mama, ne? Also ja, das sind zwei Mama. Punkte, ich lupf den mal wieder zu euch hin. Jetzt bin ich dran? Nee. So. Das ist pro Spiel nur einmal. Aber hier sehen wir den Spielstand. Ich möchte einfach die Grafik mal vorstellen. Da haben wir alle vier Paare drauf und die ersten Punkte sind jetzt an San Diego und Verona gegangen. Ja, und jeder spielt heute Abend gegen jeden. Alle Teams kommen gleich häufig dran und am Ende spielen wir noch ein großes Finale. Und das hier ist das zweite Spiel bei. Das Spiel beginnt heute Abend. Balanceakt heißt unser nächstes Spiel. Und das ist eines von den Sachen, die wir uns einfach ausgedacht haben und die Sie zu Hause echt easy nachmachen können. Sie brauchen eine handelsübliche Zahnbürste dafür, einen Zahnstocher und so ein Gummiband. Das geht denkbar einfach. Also man legt diesen Zahnstocher da so hin und dann mit dem, mit dem Gummi dann einfach so ein, zwei Mal da drum herum. Und dann kann man die Zahnbürste in die Flasche reintun. Und es geht bei Balanceakt darum, dass man mit der Vorderseite eines auf 80 cm, oh Gott, jetzt habe ich Zitterhändchen, auf 80 cm ausgefahrenen Zollstocks versucht, innerhalb von 2 Minuten pro Team so viele wie möglich Zahnbürsten von Tisch 1 auf Tisch 2 und jeweils in unterschiedliche Behälter zu balancieren. Es spielen die Pochers gegen Bettina und Kai. Und ihr beide, das lege ich jetzt einfach mal fest, fangt an. Amira und Oliver Pocher. Sehr gut. Ja. Man könnte sagen, die Pochers hier. Ja. Die Pochers hier, wie euer Podcast heißt. Wie ich gehört habe, der erfolgreichste Neustart eines Podcastes. Ja, dann, zumindest in diesem Jahr. Dann ja. Wünsche ich euch, dass das so bleibt. Wer fängt an, Amira oder Olli? Also wir dürfen nicht parallel? Nein, nicht parallel. Jeder kriegt 60 Sekunden. Ach so, ja. Ihr dürft und wie viel man je nachdem schafft in diesem Jahr. Es wird addiert, genau. Amira, fang an, du stehst hier. Ja, komm, ich geht schon mal Optik hier. Oh, ja. Amira beginnt, ja. Okay, 60 Sekunden. Ja. Da sind wir dann noch echt akkurat. Also absolut. Nach einer Minute ist Schicht. Ihr dürft euch gegenseitig beschimpfen oder unterstützen. Sag das nicht zu laut, das macht er ja wirklich. Auch vor diesem Spiel, wie bei jedem Spiel, läuten wir die Runde ein mit einem gemeinsamen Das Spiel. Yes. Auf geht's. 2 Minuten von jetzt. Ma. Ja. Langsam, mach nicht zu viel Tempo, Amira. Hast du reingeworfen fast, oder? Das war gut. Darf ich nur mit einer Hand oder mit zwei? Kannst du mit zwei Händen, aber nur da sozusagen in den Griffbereich. Oh, das ist aber wirklich sehr gut. Und sie nimmt die Gläser erstmal. Ja. Könnten wir dich demnächst als Probekandidatin auch hier haben, weil das hat so keiner hinbekommen. Und wir spielen das seit 2 Tagen. Darf ich den jetzt nehmen? Nein, der ist raus. Die Zahnbürste ist raus. So. Ja, die könntest du weiterspielen. Ja? Wenn sie herkommen würde. Sprich ruhig mit der Zahnbürste. Ja, Zahnbürste ist auch nur ein Mensch. Du sei ruhig. Olli, der Ton wird schärfer. Ja, absolut. In jedes Gefäß nur eine. Genau. Das ist echt gut. Du hast noch 7 Sekunden jetzt. Also die musst du eigentlich schon fast werfen. Ja, aber vielleicht noch 3, 2. Okay. Sehr, sehr guter Pop. Jetzt Oliver Popper. Ja. Komm schon jetzt. Mach das jetzt. Komm schon. Boah. Warte, nicht bei der allerersten. Alter. Also der Wendler hat in 1:11 geschafft. Oh. Ja, nur das du. Ist das Alter oder die Anzahl der Zahnbürsten? So. Das ist natürlich eine schwierige Öffnung, die du genommen hast, aber mit sehr ruhiger Hand. Noch über 1/2 Minute Zeit. Ja, komm.
Wie viel habe ich gemacht? Drei, ne? Hast du gemacht? Ja, also du liegst. Ja. Oliver Pocher hat hier eine ganz neue Technik entwickelt. Einfach mit einem Sternschritt. Bewegt die Füße so wenig wie möglich. Das wäre jetzt wirklich gut. Also wirklich, in jedes Gefäß nur eine. Eieiei. Wow. Schaffst du noch eine? 7 Sekunden sind es jetzt noch. Gleich wie bei mir. So. 7, 3, 2, 1. Willst du noch eine runterwerfen? Nein. Stopp. Okay. Kommt mit hierher. Ihr beide dürft zusammenstehen. Ich bleibe ein Stückchen weg von euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahnbürsten. Okay, ja. Für euch? Ja, ist okay. Aber wir hatten ja alle Corona. Wir dürfen eigentlich nebeneinander stehen. Also, jetzt bringe ich euch zurück. Wir haben zumindest diesen Teil hinter uns. Ja, verrückt. Ich kann euch sagen, 6 Zahnbürsten ist wirklich richtig gut. Okay. Also das ist in der Zeit, da sehen wir nochmal eine Slow-Mo. Ja, guck mal hier. Das war sehr, sehr gut. Leider ja, dann leider aber Abgang. Es sah gut aus. Ja, nee, wirklich stark. Also, oh, yeah. Oh Gott. Ich sehe, dass es auch... Das für ein Gesicht. Da ist richtig gekämpft worden. Das gibt ein Gift, also, sag ich doch. Also so, und geärgert das für dich auch. Also es ist richtig der Kampf an der Zahnbürste. Ja? Okay. Ist es dein erster Kontakt mit der Zahnbürste heute, oder? Boah! Entschuldigung. Das denn heißen? Aber die Familie von mir ist so groß, dass wir fast so viele Zahnbürsten haben. Das ist das Gute. Bettina und Kai kommen zu uns. Ihr beide lebt zusammen. Übrigens auch mit einigen Kindern. Mit 4 Kinder insgesamt? 4. Ja, 4 unterm Dach. Insofern ist bei euch sicherlich auch viel los. Aber wir haben nur elektrische Zahnbürsten. Ja, mit elektrischen Zahnbürsten geht das Spiel nicht. Ja. Wer fängt an? Bettina, du? Ja, du, bitteschön. Bettina fängt an. Dann laufen eure, Moment, eure 2 Minuten ab jetzt. Oh, auch gut. Und? Ja, du darfst nicht in der Mitte anfassen, du darfst nicht in der Mitte, nur vorne. Genau, nur, ganz genau. Das, dann zählt die ja eigentlich gar nicht. Ja, das gucken wir dann mal, Oliver, ganz entspannt. Da sind wir. Wir brauchen viele Sieger heute an. Bettina, sehr ruhige Hand. Sehr ruhige Hand. Kaum sagst es schon, tatter ich. So, das ist die 3. in die schwierige Öffnung. Es ist natürlich leichter. Lass mir auch so ein paar von den Tassen da über. Ist natürlich leichter hinten soll zu den Tassen übrig lassen. Ja, die großen. Oh Gott, wegen der großen Tassen. Wegen der großen. Ja. Ja. Kai muss gar nicht mehr ran. Das ist sehr gut. Hammer. Ja, das ist ein Kantenball. Mit der Spitze. Du musst mit der Spitze. Mit der Spitze. Drehte sich aber mittendrin. Ja, ich habe das gesehen. Wir sind natürlich hier. Sag mal, sind die festgeklebt bei Bettina? Das kann ja gar nicht sein. Noch 3 Sekunden, 2, 1, das war's. Kai Wiesinger. Ja. Das ist das Schwierige. Ja, man darf 2 Hände benutzen, aber eben nur in diesem Griffbereich. Nimm das lieber diese weißen bis zu einem gewissen Moment. Er möchte nicht, dass wir reinquatschen. Er möchte nicht, dass wir reinquatschen. Du bist sehr nervös. Ich bin gerade äußerst nervös. Absolut, zu Recht. Aufpassen, du. Achtung, au, das wird nie was. Mit sehr viel Liebe. Mit sehr viel Liebe. Ich war überrascht, wie langsam noch 30 sich Zeit bewegt und hinten hat. Sind auch noch Gläser frei. Nimm mal ein Glas. Ja. So, weiter geht's. Sehr noch 21. Jetzt geht's um die Ehre zu Hause. Ich hab 4 und er hat 2. Wie viel hast du denn? 4. Oh, hier, die sitzt da stramm. Die sitzt sehr fest, dann nimm eine andere. Noch 11 Sekunden. Oh, komm, das ich gemein. Würde jetzt mal Tempo machen. Die kannst doch, du, glaube ich, nur noch werfen. 2, 1, Schluss. Das wäre ein Versuch. Okay, kommt mit zum Zählen. Kommt mit zum Zählen. 6 haben wir, ne? 6 gleich dann. Ihr hattet 6. Ja, ja. Es sind 7, aber die eine zählt eigentlich nicht. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe bei 2 habe ich eine kleine Unregelmäßigkeit gesehen, nämlich einmal mit der Hand vorne und einmal auf der Seite, so dass ich sagen würde, wir ziehen bei euch eine ab, sind 6. Haben wir unentschieden, haben 2 Sieger. Ist das okay? Ja, ist das okay für euch? Ja? Dann machen wir das genauso. Das heißt, jeder würfelt jetzt? Ja, und zwar schön nacheinander. Wir fangen mit Bettina und Kai an. Und nur die höhere Punktzahl gewinnt. Nein, Oliver, die Regeln machen wir hier. Alles klar. Okay, bitte, und dafür zahle ich Gebühren. Ja. So. Wenn er jetzt noch eine 6 würfelt, dann raste ich aus.
Ach, das hätte ich zu gerne gesehen. Also eine 3 ist es bei euch. 3 Punkte. Schmeiß schön da hinten bei denen rüber. Aber muss Amira. Die Flaschen noch erwischen, dass sie auch hier rüberkommen? Du kannst ist egal, zu mir du kannst wohin komplett richtig Gas geben. Über die Flaschen. Möchtest du mal raufpusten? Das ist ja euer individueller Würfel. Damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja! Yes! Ciao! Tschüss! Viel Spaß hier! Olli! Es gibt gleich heute schon noch. Das ist ein Zusatzpunkt. Und noch gefangen. War mir klar, dass man mit ihm spielen kann. 6 Punkte für die Porras, 3 für Bettina und Kai. Und das gibt folgendes Bild in unserem Gesamtstand nach 2 Spielen. Gibt es eigentlich einen Grund, dass die Männer alle so unfassbar ernst aussehen auf den Bildern? Ja, also die, ich sag's mal so, die meisten sehen unfassbar gut aus, aber lass uns dann nicht ins Detail gehen. Alles klar. San Diego und Verona 2 Punkte. Bettina und Kai 3, Till und Luna arbeiten noch dran und Oliver und Amira 6 Punkte. Was ist denn da schiefgelaufen? Haben Sie zu Hause auch gespielt? Spielt ihr viel zu Hause zurzeit? Ja, sehr viel. Also mit den Kindern. Ja. Aber es ist Kartenspiel, so Kartenspiel. Das ist ja, es ist ja die Zeit. Es sind weltweit, das muss man sich mal vor Augen führen, weltweit 2,5 Milliarden Menschen in Isolation, Quarantäne, mit Ausgangs- und oder Kontaktsperre bedacht. Also sehr viele Menschen auf dem Planeten sind davon betroffen. Viele lassen sich ganz coole Sachen einfallen. Wir haben ein bisschen im Internet gewühlt für Sie. Und wir haben ein paar sehr lustige Sachen gefunden. Wobei ich vorneweg gerne sagen möchte, nicht alles nachmachen. Nicht alles nachmachen. Aus der Quarantäne heraus starten wir heute die Game Challenge. Heute geht es um ein Innenkugelrennen. Wir sind unzertrennbar. Wir haben gewonnen. Hier sind Zauberkugler. Minigolf. Denn nur zusammen ist man nicht allein. Komm, lass uns alles miteinander teilen. Denn nur zusammen ist man nicht allein. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Also das mit dem Salto rückwärts gehört zu den Geschichten, die ich zu Hause möglicherweise mit einer gewissen Zurückhaltung machen würde, um nicht zu sagen, Finger weg davon, aber immerhin hat er sich anschließend die Hände desinfiziert, also insofern an die Hygieneregeln erinnert. So, dann kommt unser nächstes Spiel, das dritte heute Abend. Bei Ubongo sind räumliches Denken und Tempo gleichermaßen gefragt. Vielleicht kennen Sie einen dieser Spiele-Klassiker. Wir zeigen Ihnen mal, wie das als Brettspiel aussieht. Es geht nämlich darum, sagen wir, Puzzleteile möglichst schnell auf vorbereitete Karten zu platzieren und so, dass weder links noch rechts, noch oben noch unten irgendetwas übersteht. Das ist die kleine Version für zu Hause. Hier bei uns im Studio spielen wir es ein bisschen größer. Und zwar mit Familie Pocher und mit Familie Poth. Und die Regeln zu Ubongo lauten wie folgt. Hier auf dem Boden seht ihr ein Spielfeld, das ihr mit Bausteinen, die wir euch geben, befüllen müsst. Einer legt, der andere kann schlaue Tipps geben vom Sofa aus. Mit welchen Steinen gespielt werden muss, das zeigen wir euch an der Wand an. Jedes Team bekommt 2 Rätsel, eines mit 3 Steinen und eines mit 4 Steinen. Wir addieren die Zeiten der Teams. Wer seine Rätsel insgesamt am schnellsten löst, gewinnt dieses Duell. Es beginnen San Diego und Verona. Und wer wird zuerst spielen? Wer spielt das Dreierrätsel, wer das Viererrätsel? Also, wenn wir es richtig verstanden, einer sitzt jetzt auf dem Sofa zum Beispiel in San Diego, fängt an da vorne, aber selbstständig zu bauen. Ich kann nur zusätzlich. Du kannst Tipps geben. Und danach bin ich. Dann sind erst Olli und Amira und dann kommt ihr mit dem zweiten Rätsel und dann die Pochers mit dem zweiten Rätsel. Und also sind wir so oder so beide dran? Ihr kommt beide dran. Okay, dann du zuerst, ne? Ja, oder willst du? Ne. Okay, also San Diego fängt an. In dem Moment, wo die Spielsteine dort erscheinen, läuft deine Zeit. Du suchst dir dort deine Steine aus, die entsprechenden, und spielst dieses erste Rätsel. Ja? Und ich beide Teams. Warte, ich muss jetzt die da drauflegen. Ne? Ganz genau. Beide Teams haben ihre eigenen Spielsteine, auch das natürlich aus Hygienegründen. Und auch vom dritten Spiel heute Abend können wir es nicht bleiben lassen und sagen alle zusammen,
Verona hat noch eine Frage. Er darf alle Elemente benutzen. Nein, ja. Er kriegt drei angezeigt. So wie du also ich völlig verrückterweise nachher vier angezeigt bekommst. Ja, ja, aber die drei... Die darf ich nur benutzen. Nur die, ja, also es ist sinnvoll, weil alle anderen würden nicht passen zu dieser Karte. Und die drei haben auch eine bestimmte Farbe es und ist, Form. Es ist völlig verrückt. Man kann sagen, es ist vorbereitet. Ja. Es ist vorbereitet. Ja. Wahnsinn, ich bin das du nicht gewöhnt. Völlig, Verona, du kannst dich an dieser Stelle, ich würde sagen, locker machen. Du einfach mal... Du! Lass doch, du kannst loslassen. Es ist einfach unterhalten. Lass mich einfach fallen. Also, du fängst an zu spielen. Sie fängt an. Habe ich gerade gelernt. Mehr Tipps geben. Ja, ich kann auch sitzen bleiben. Nein, du bist schon so schön groß, guck da schön drauf. Familie Pohl. Ja. Haben wir es? Ja, wir haben es gecheckt. Dann können wir es auch vor diesem Spiel nicht lassen und sagen zusammen, das Spiel, hier sind die drei Steine. Erste intellektuelle Herausforderung. Wir suchen die entsprechenden Steine. Hast du dir die richtigen Schuhe ausgesucht? Ja. Ja, der gelbe, genau, da. Und den Orangen, Dirk, überleg schon mal. Ja, der kann ja nur ans Außen. So, Orange. Hier die beiden, ich mach das mal so, zu Fuß, ups. Entschuldigung. Und? Nicht meine. Und Dirk, nur sag doch was. Halbe Kreuz aus... So. Und jetzt noch das. So? Und noch das, du hast ein Fels. Nee, das muss ja an der längsten Stelle. Ja. Mhm. So, das geht ja gar nicht anders. Und wer noch? Der Blaue. Das, ja, der Blaue. Also ich sag mal, ich mache mir noch mal hier ein bisschen Sorgen. Den da. Da hinten fehlt doch einer. Nein, nein. Ja, dreh mal so. Nee, da ist ja eins übrig. Andersrum. Andere. Nee, da hinten muss hier einer hin. Das... Ja, aber dann nimm den gelben. Der gelbe, der kommt da hinten hin. Genau. Aber dann ist da wieder einer übrig. Jetzt ist da wieder einer übrig. Ja. Eins, zwei, drei. Ich brauche eine Viererreihe. Ja. Wo ist denn also, das ist eine ganz gut. Du brauchst eine Viererreihe, das ist ein ganz kluger Satz. Ja. Hier ist eine Viererreihe. Und den jetzt nach außen drehen, ja. Also das muss ich sagen, das hat schon richtig Charakter. So. Und jetzt ist wieder einer übrig, ja. Ich hätte ein kürzeres Kleid anziehen sollen. Ja, genau. Ja. Guck mal, gerade angefangen und schon fertig. So schnell kann es gehen. Eine Minute und 30 Sekunden. Und das ist, ganz vorsichtig sein, das ist eines dieser Spiele, das beim Zuschauen ganz einfach ist und beim Selbermachen verdammt schwer. Olli, fängst du an? Werden die Zeiten dann addiert von beiden? Das ist korrekt. Alles klar, ganz gut, genau. Ich fange an. Das wird natürlich jetzt schwer zu toppen. Deine Zeit läuft, wenn die Spielsteine... Dann nimm den Mund nicht zu voll, Olli. Nein, ich würde es versuchen. Deine Zeit läuft jetzt. So. Olli, lass dir Zeit. Sei doch nicht immer so gehetzt. Ja. Also. Olli nimmt auf jeden Fall schon mal alle Steine mit. Gut, ja, neue Technik. Ja. So. 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 Nee, das Blaue kommt außen hin. Außen. Nee, anderes außen. Längs. Genau. Diese und ganz bis zum Ende. Nein, hier bis zum Ende. Hier. Ist gut. Nein, das Äußerste. Hier, genau das da. So, und jetzt machst du das Lange genau so hin. Und das andere... Passt aber nicht so. Passt nicht. So, hab ich doch gesagt. Nee, jetzt muss das Blaue in die Mitte. Nee. Das Blaue muss in die Mitte und runter. Und jetzt kommt immer Grüne rein. Alles riskiert. Okay. Rätsel gelöst in 44 Sekunden. Ich möchte keine Schärfe in dieses junge Glück bringen. Würdest du sagen, das war deine Leistung oder war das eher Amiras Leistung? Ich habe nur die Sachen geholt und sie hat den Rest gemacht. So, okay. Und wahrscheinlich genau, wenn ich jetzt dran bin, werde ich es nicht schaffen. Okay, das heißt, du gehst zu Hause auch einkaufen und sie macht Essen draus. Oh. So. Ja, du bist noch nicht dran. So. Ihr habt noch Zeit auszuruhen, weil jetzt spielen erst noch mal die Pots. In diesem Fall San Diego. Das ist ja ein besonderer Name. Wir dachten immer Diego, aber in Wirklichkeit San Diego wie die kalifornische Stadt. Ja, ich heiße ja auch wie eine Stadt. Ja, ich meine, es gibt ja Paris, ist auch ein Städtename. Ja, aber warum San Diego? Ist das ein besonderer Ort? Das frage ich mich auch mein ganzes Leben lang, warum ich San Diego heiße. Also die zweitgrößte kalifornische Stadt? Ja, Diego heißt auf Spanisch eigentlich Jakob. Und San Heiliger. Heiliger Jakob, aber ich habe das jetzt nicht ganz so kirchlich genommen, sondern ich fand den Namen Diego so cool. Okay. Und San Diego war irgendwie perfekt. Außerdem haben wir da geheiratet, Franjo und ich. Ah, okay. In San Diego. Vielleicht ist er da entstanden, aber das geht uns jetzt alles nicht mehr in Mexiko. In Mexiko, Entschuldigung. Ach, in Mexiko, du weißt mehr als ich und dein Vater.
An der Stelle würde ich sagen, wie heißt denn der Mexikaner? Auf jeden Fall nicht Olli, aber klein war er. So. Ach, das ist endlich mal das Niveau, was wir hier brauchen. Ja, so, das Spiel beginnt. Zweite Runde bei Ubongo. Ja, warte mal, jetzt ist das Feld doch besetzt. Ja, aber nein, das. Nein, es gibt das zweite. Ich dachte, das ist von der Familie Wiesinger. Stopp, da drüben. Moment, das ist richtig. Dieses Feld ist besetzt. Das hast du ganz richtig erkannt. Es bleibt auch besetzt, weil du spielst jetzt crazy. Ihr auf seid diesem alle Feld. Crazy. Vier mit Felder, vier Teams. Steinen und die. In dem Moment, wo die erscheinen, läuft deine Zeit. Bitte sehr. Achso, du musst umstehen. Nee, alles gut, kannst schon losrennen. Ja? Ja, klar. Und wie, das sind deine Steine. Diego, nun sag doch mal was, Kind. Ja, nach so, bisschen rot. Ja, eigentlich müsstest du spielen, ne? Ja, deswegen. Ja, ja, komm her, okay. Ja, komm schnell. Her. Und Diego, wir machen schnell. Das on the flight. Diego, nun komm doch mal her. Komm einfach rein. Und schön, schön. Komm. Fliegender Wechsel, zack. Nein, nein, Verona, du musst jetzt, aufs Sofa. Wie? Du hast das Spiel noch. Ja, so. Aber also, wir haben das Spiel noch. Aber du darfst jetzt Hinweise geben. Das sind die vier Hinweise. Steine, San Diego. Ja. Das ist zumindest mal ein Ansatz. Auf jeden Fall musst du den blauen auch noch mit einbauen. Ah, fuck. Ich könnte mir vorstellen. Der muss. Ja, wollte ich gerade machen. Der muss hier so. Hin, so. Da passt nichts hin. Ja, so, einmal drehen vielleicht. Nee, dann ist er wieder. Nee, und neben das rote schieben, neben das rote schieben vielleicht. Neben das rote. So. Ja. Nein, ja, andersrum, Schatz. Wenn dann, das? Dann sind aber wieder zwei übrig. Geht nicht. Mach mal den grünen noch rein. Der grüne gehört irgendwie aufs rosane zusammen. Nein, oben drauflegen geht gar nicht. Nein, also drauf geht nicht. Nein, doch nicht oben. Ja, das ist nicht unser Spiel. So mit Koordination haben wir es nicht so. Vielleicht. Ja. Heute schon neu, kommt pünktlich aber, oder? Ja, das gucken wir mal. Vielleicht hat das Grüne hier einfach nur als. Aber nee, ne? Oder na, vielleicht. So, also, jetzt. Man weiß es ja nicht. Ja. Wenn der falsch ist, ist schlecht. Ist der falsch? Ja. Weißt er ist wirklich? Falsch, ja. Oh Gott, woher weißt du das? Weil ich sehe. Natürlich ist der falsch. Das ist leider mein Spiel. Das ist Bettinas Spiel. Ja, Bettina, du musst jetzt. Dann darfst du jetzt ein bisschen mithelfen. So. Achso, nee, das ist jetzt gemein. Da werde ich jetzt. So, da wo das Rote ist, den Grünen drehen. Den Roten weg, den Grünen drehen. Nee, andersrum. Andersrum. Und nee, ja, so. Zu deinem linken Fuß kommt die Spitze. Ja, und jetzt den Roten in die Ecke. Also, so jetzt so rumdrehen. Wie jetzt? Vielleicht hilft doch wieder Verona. Ja. Verona, jetzt du wieder. Noch einmal. Darf ich? Ja, mach, mach. So. Das ist so. So. Wenn ich so. Wie Bettina. Kannst du das denn so schnell das sehen, Bettina? Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn hier los? 3,37. Das ist ja Wahnsinn. Ist das dein Lieblingsspiel? Hast du wirklich, hast du es gesehen? Ich habe ich sehe so eine Form und dann mag ich, also ich mag so eine Spiele sehr gerne, ja. Moment, aber kannst du das nur, wenn du von draußen guckst oder auch wenn du dran bist? Ich kann es auch, wenn ich selber, also ich sehe das dann einfach. Wow, also, okay. Also deswegen, ich hatte, das war klar, dass also mit dem. Nee, Pink, das war also, klar, natürlich. Ich wollte nein, wirklich, ich kann es auch nicht erklären. Ich wollte auch wirklich Zahlen. Helfen mit dem Grünen aber und dann hast du gesagt, das ist falsch, um Gottes Willen. Schnell raus. Also 3:37. Ich helfe. Gute Nachricht ist, aber ihr habt noch nicht verloren. Weil jetzt muss ja. Wie, wir haben nicht verloren. Amira spielen. Sag nicht, Olli, Amira macht das alleine. Ich kann ruhig losgehen. Dann, wenn es drauf ankommt, kann ich es wahrscheinlich nicht. Wenn die vier Steine erscheinen, läuft die Zeit. Und das ist. Jetzt. So, alles das klar. Sind deine vier Steine. Und Olli kann das? Helfen. Was ist das für eine Farbe? Das, ja, ja, orange. Ja, ja, genau. Okay, das ist er. Grün. Nee, das ist der Grüne hier. Das ist der Grüne. Der hier. Okay. Ja. Gut, so, okay. Pass auf. Dann eine kleine der Unterstützung hier auch. Und der, und der Gelbe. Okay, alles klar. So, jetzt wird mal mit dem ganzen Körper gespielt hier. So, dann gucken wir mal. Nee, nee. Siehst du es auch schon wieder, Bettina? Ich sehe das Spielfeld gar nicht von. Ach so, dahinter ihr ist es. Dann fange ich aber einfach mit dem an. So. Ich sehe es nicht. Dann. Frauen können das eigentlich ganz gut. Na, irgendwas ist bei mir schiefgegangen. Nee, das kann es auch nicht sein. Ich sehe nicht. Seh nicht. Das da fehlt noch der. Der ich muss das Gesamt sehen. Kann ich es mal von oben sehen? Da. Ach so, ja. Dann passt das doch. Warte mal. Du kannst dich auch einfach drüber stellen. Ich sehe die Spielfläche nicht, aber das so, und jetzt. So, pass auf. Brauchst du eine Säge? Ja, das wäre ganz toll. Ich würde dir echt gern helfen, aber ich glaube nicht, dass du das willst. Ja. Ich merke okay. Schon, Amira ja! Pocher rettet die Familienehre. In genau 2 Minuten.
Oh, das habe ich so gut gemacht. Olli. Olli, wirklich toll. Ja, ja, es ist ein Teamspiel. Darf, ne? Darf deine Frau denn wenigstens jetzt würfeln? Oder? Ja. Ach ja, stimmt. Das ja. hat ja immer gut funktioniert. Ja. Auf geht's. Du kannst eigentlich auch wieder nach Hause fahren. Ich mach das hier schon alleine. Alles gut. Alles klar. Super. Oh, nur eine 5. Ich glaube, wir wollen uns über eine 5 nicht ärgern. Ey, Olli, wir Olli, fahren heute ins Casino. Olli, Zusatzpunkt. Ja, safe. Sehr gut. Okay, dann gucken wir mal, was sich bei den Pochers tut. Da kommen 5 Punkte dazu. Macht 11. Damit ziehen sie hier ganz schön ab. 2 und 3 Punkte bei den anderen. Wie gesagt, Till und Luna sind gleich wieder dabei. Und ich bin sicher, dann kommen die ersten Punkte. Denn das hier ist das nächste Spiel, weil das Spiel beginnt. Klammern, Klammern, Klammern. Sie können sich zu Hause jetzt gegenseitig mal ein bisschen umklammern und Zärtlichkeiten austauschen. Aber Klammern meint bei uns natürlich die Geschichte mit der Wäscheleine und den Wäscheklammern. Und das geht wie folgt. Die beiden Teams, die gleich spielen, es wird Kai und Bettina und Luna und Till treffen, sind, ich sag's mal vorsichtig, auf besondere Art und Weise miteinander verbunden. Sie müssen dann versuchen, diese Wäscheleine auf Spannung zu halten, um dann bei gleichzeitiger Bergabbewegung entweder liebevoll oder ruckartig die Klammer aufzunehmen und möglichst viele Klammern auf die Wäscheleine zu bringen. Das ist das ganze Spiel. Es beginnen Kai und Bettina. Kommt zu mir. Ihr habt 90 Sekunden Zeit. Auf jede Seite einer. Jetzt möchte ich die Verwandlung möchte ich kurz sehen. Möchte ich das ist auch sehen. Ausgesprochen schick, wer es tragen kann. Darf man das eigentlich so festhalten? Weil also, ich habe mir schon gedacht, das rutscht doch jetzt nach oben, oder nicht? Also, ihr könnt das Stirnband durchaus festhalten, nur die Leine nicht berühren. Okay? So ihr habt 90. Ich muss ein bisschen wegbleiben. Wollen wir so ein bisschen mittiger gehen? Ja. Oder nee, willst du da an den Rand? Du kannst auch an den Rand. So. Ich gehe nach hinten. Bin kurzsichtig, du weißt aber. Brauchst du Verstärkung? Du irgendwelche optischen Verstärkungen? Also, optisch musst du so nach oben ziehen. Auch für dieses Spiel. So. Gibt es einen Auslöser? Du bist ja nett. Und den machen wir alle zusammen. Das Spiel. 90 Sekunden ab jetzt. Oh, das ist gut. Wir müssen uns bewegen. Sag mal. Du musst zu dir was ja. Oh, ihr habt euch für so eine Diagonalvariante entschieden. Na, wir haben System. Ja, ein bisschen. Wow, sag mal. Halt. Jetzt kommt jetzt natürlich die Kniebeuge dazu. Die macht es ein bisschen mühsam. Ups. Ja. Wir müssen gleich die und man spürt auch den Ehrgeiz. Zwischenräume füllen. Also wenn alles so gut klappt ohne Brille, Bettina, dann. Ja, ja, jetzt sehe ich ja wieder. Jetzt kommt Ellenseite. Ich sehe das Ding jetzt doppelt. Ja. Du bist hier jetzt. Ich habe keinen Bad mehr. Platz ich habe kein Bad mehr. Dürfen wir die zusammenschieben? Ja, aber nicht mit der Hand. Also Hände bleiben ich aus dem Spiel. Ich sehe nichts mehr. Ja, jetzt. Weil dann haut man sie irgendwann nicht mehr um. Komm hier jetzt. Ihr habt noch 45 Sekunden Zeit. Das ist ganz stark, was ihr macht. Geh mal weg. Geh mal weg. Dann kann man ganz gut hören, wer hier die Kommandos gibt. Ganz am Anfang. Passt da überhaupt noch eine hin? Ja, da wird jetzt... Jetzt müssen wir bei dir den Anfang benutzen. Oder Mitte. Geh weg, geh weg, geh weg. So. Ah, oh. Oh, Domino. Ja. Weil du hast sie runtergezogen, das war gut. Ja, ich sehe sie gar nicht. Ach so. Also dafür, dass ihr sie nicht seht, ist das ein ziemlich starker Vortrag, muss ich sagen. Ruhe bewahren! Jetzt kommt ein bisschen Unruhe rein. Ich sehe nichts. Du musst mal auf meiner Höhe bleiben. Du krabbelst ja da unten weg. Ah, jetzt kommt endlich die Stimmung, die wir brauchen. Ja, genau. Das ist... So, ihr habt noch 7 Sekunden. Nach einem Monster-Auftakt, kurzen Irritationen zwischendurch. 2, 1, stopp! Ja. Bleib so, bleib so, bleib so, bleib so, bleib so, bleib so. Entschuldigung, Kai, Verzeihung, sonst nicht meine Art hier so zu nahe. Es ist hier so wie so ein Rechenschieber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na, die ist drauf, warte. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Bitte. Okay. Ja. Wer macht die Wäsche? Hey, wird das überhaupt noch? Ja, aber man sieht die nicht mehr. Dann haben wir bestimmt einen Perlen, wenn man hätte die Brille mehr. Bei uns, ehrlich gesagt, auch nicht mehr diese Wäscheklammern zu Hause. Manches geht in den Trockner, manches geht...
geht auf die Wäscheleine, man hängt es einfach drüber. So wie früher, dass man an der frischen Luft und dann mit diesen Klammern. Genau. Aber so simpel kann man echt Spaß haben. Also wir freuen uns gerne auf Ihre Bilder. Zu Hause machen. Ja. Machen Sie ein lustiges Video, schicken Sie uns. Das ist gar kein. Das muss man dazu sagen, einfach Stirnbänder. Hier diese so Frottee-Stirnbänder. Genau. Das sind einfach Stirnbänder. Ja, also sonst mit der Kordel direkt um den Kopf, das wollte man nicht. Ne? Das ist ein bisschen doof. Kann man ein bisschen doof. Einen Käppi festlehnen oder irgend, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir sehen Kai in wirklich besonderer. Das auch. Okay, lange nicht gehabt, ne? Ja, das ist was fürs Demoband. Das ist, würde ich auf jeden Fall, ne? Okay. So, dann wollen wir mal gucken, bei Luna und bei Till, wie ihr euch schlagt. Das ist ein sehr starker Vortrag von den beiden. Ja. 23 haben wir gezählt. 23 haben wir gezählt, ne? Mit Zahlen muss man nicht. Aber Luna sieht ja wenigstens noch richtig. Das ist 23. Ja. Spielt ihr zu Hause auch ein bisschen in diesen Zeiten? Wir spielen viel, aber nicht Wäscheklammern. Okay, ihr spielt Karten oder Schach Katan. Oder wird gedabbelt? Bitte? Alhambra. Da spielen wir Alhambra, Katan. Ja. Katan, also Lieder von Katan. Brettspiele, ne? Memory spielen wir viel. Okay, also ist jetzt schon eine Zeit, wo man so ein bisschen auf einmal wieder entdeckt, dass das auch ganz gut geht. Ja. Miteinander spielen. Okay, dann seid ihr herzlich eingeladen, euch hier zum Horst zu machen. Ja? Auf welche Seite willst du? So, danke ans Team. Beke, vielen Dank, dass ihr das so toll und schnell vorbereitet. Die Sache ist klar. Ne? Ihr müsst versuchen, komm mal hier weg. Auf Spannung zu bringen. Lasst euch nicht irritieren vom guten Ergebnis von Bettina und Kai. Spielt euer Spiel. Ja, okay. So, jetzt mal gucken. Vorsichtig. Oh Gott. Schön Kein Ohrhasen habt ihr zusammengespielt. Ja. Tatort habt ihr zusammengespielt. Dann werdet ihr ja wohl ein paar Wäscheklammern auf die Leine bringen. 90 Sekunden für euch. Die Schweigerzeit läuft jetzt. Ja? Oh, fuck. Sorry. Ah, nee, alles gut. Das ist ja, wir sind ja nicht im amerikanischen Fernsehen. Hier darf man sowas sagen. Das ist gut. Das hilft natürlich, dass Till eine gewisse Kniebeugenerfahrung hat. Okay. Ich schiele, ey. Ja, genau, man sieht es dann nicht mehr. Hoch. Nein! Dann geht, wenn das optisch schwierig ist für Till, geht ein bisschen zurück. Genau, andere Seite. So. Siehst du es besser so? Okay, sind schon 4, ihr seid gut dabei. 5, noch über eine runde Minute noch. Okay, ah, das war Pech. Das Spannung. War wirklich Pech. Spannung. Ja. Scheiße. Ja, das ist jetzt ein bisschen Pech dabei. Der ist ganz sicher drin. Auch sicher drin. Nein. Hälfte der Zeit rum. Scheiße. Ah. Der ist sehr gut. Aber. Nach hinten. Noch 30 Sekunden. Ja. Unterstützung kommt vom ganzen Team. Auch von Bettina. Oh, jetzt habt ihr den Rhythmus. Jetzt habt ihr den Rhythmus. Immer noch 15 Sekunden. Ihr könnt noch ein paar schaffen. Okay. Oh, nein! Jetzt seid ihr einen Tick zu. Lass mal, halt mal ganz kurz auf Spannung, dass wir zumindest einmal durchzählen. Zum Ende ein Tick zu ungestüm. Till, halt einmal auf Spannung. Wir zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich schenke euch die 14., aber es nützt nichts. Ja? Starker Vortrag. Starker Vortrag. Also, wir sind ja alle Herren dieses Alters, wo es dann irgendwann sozusagen ein bisschen problematisch wird, ne? Furchtbar. Trägst du eine Lesebrille manchmal? Ja, ich habe die extra hier mitgebracht. Also, hättest du sie doch benutzt? Nein, ich habe ihr zwischendurch gesagt, ab jetzt bräuchte ich meine Brille, weil ab dem Ding war das nicht mehr zu sehen. Das wird irgendwann schwierig. Aber es hat gereicht für euch. Und ich kann euch sagen, 23 ist ein Monstervortrag. Ist Hammer, ne? Ja, ist wirklich Hammer. Ich bin auch echt stolz. Wenn ihr es zu Hause nachspielt, würde ich auf jeden Fall erstmal die Kinder versuchen, bis die auf 23 kommen. Das dauert schon mal einen halben Tag. Ja, bei 90 Sekunden. Ihr wisst ja, bitte, Bettina. Na, danke schön. Kann räumlich denken, kann Wäscheklammern mit dem Stirnband auf. Vielleicht kann sie auch würfeln. Oh, guck mal. Ja. Eine ganz stabile 5. Was heißt immerhin? Das ist richtig gut. Denn ihr bekommt 5 Punkte dazu und das macht bei euch dann jetzt 8. Wir haben also 0, 2, 8 und 11. Bunt gemischt, aber das sage ich an der Stelle nicht nur gerne, sondern einfach auch, weil es der Wahrheit entspricht, alles noch aufzuholen. Alles kein Thema, alles easy, wenn wir nachher das große Finale spielen, sodass jedes Team hier nach wie vor alle Chancen hat auf die 15.000 Euro. Und jetzt kommt ein Spiele-Klassiker.
bei dem manche sagen, dass junge Menschen, kleine Menschen, Kinder einen erheblichen Vorteil haben. Memory ist unser Spiel. Ihr kennt den Klassiker, jeder weiß das von zu Hause. Es geht darum, Pärchen aufzudecken. Die Karten liegen vor einem, es werden Pärchen aufgedeckt. Wer ein Pärchen hat, ist weiter dran. Und wenn das nicht klappt, dann sind die anderen dran. Wer am Ende mehr Pärchen hat, hat das Spiel gewonnen. Denkbar einfache Geschichte. Übrigens noch Zusatzinformationen. Warum eigentlich können Kinder das besser? Kinder haben 200 Millionen Synapsen im Gehirn. Da ist noch so viel Platz auf der Festplatte. Die können sich alles merken. Die können räumlich viel besser denken. Die erkennen Farben besser. Ja, und bei uns etwas Fortgeschrittenen ist halt schon viel drauf. Und wir versuchen das dann mit bisher Angelerntem zu verknüpfen. Deshalb haben Kinder das bei Memory eigentlich einen Tick einfacher. Heute Abend spielen bei uns Oliver und Amira Pocher gegen Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger. Die Regeln sind denkbar einfach. Wir haben 30 Spielkarten für euch vorbereitet und mit Koordinaten versehen. Einmal Buchstaben, einmal Zahlen. Ihr benennt einfach die Karte, die ihr sehen wollt, dann die zweite dazu. Wenn es richtig ist, ist euer Pärchen. Dann bleibt man dran. Und ansonsten wechselt das Kartenrecht ganz normal, wie bei Memory. Bevor Amira und Olli anfangen, sagen wir alle zusammen, das Spiel beginnt. So soll das sein. Bitte. B2. Die Kinder fangen an. Amira, bitte. Bertha 2. Sind Orangen. E3. Hast du E3? Ja. Emil 3. Eine Sonnenblume, bitte. Zimmermann Wiesinger. B1. B1. Socken. Und C2. Und C2. Die Zitrone. Das wäre ja auch wirklich ein Zufallstreffer gewesen. Jetzt. Am Anfang muss man sich ja mal orientieren. Und Sie zu Hause können natürlich auch mitmachen. Ich weiß schon gar nicht mehr, mit was ich angefangen habe. C4. Cäsar 4. C4 ist immer gut. Ah! Oh. Und E3. Mhm. Und E3. Da war doch was. Okay, das war allerdings. Die Platte ist noch halb leer. Ihr seid aber dran. Ja. Ihr seid dran. Ah ja, okay, gut. So, dann nehme ich D3. Ja. Die Gänseblümchen. Und F5. F5 unten rechts in der Ecke. Eine Osterglocke. A2. Sagt Bettina. Gute Autobahn. Zahnpasta, F2. Zahnbürste. F2. Oh, die Zitrone. Mist. Da war doch was. Die B3? Ja. B3, F2. B3 und F2. C2. B3, F2. F2 kann aufbleiben. Moment. Bettina, da müssen wir mit der Spieletechnik nachkommen. B3 war das Eis. Und jetzt du, Bettina? C2 und F2. C2 und F2. Ich habe ein gutes Gefühl. Erstes Pärchen für Kai und Bettina. Ihr bleibt dran. D1? D1. Dora 1. Äpfel. Und F1. Und F1. Ein Ball. Olli, Amira. Unterschiedlich, ja. Möchtest du mal? E5. Emil 5. Apfel, oh, aber diesmal gemein. Aufgeschnitten. C5. C5. Ah, ach, die hatten wir. Die anderthalb B2. Orangen. Die hatten wir doch irgendwo auch schon ja, mal. Ich weiß wo. B2 und C5. B2. B2. Ja, stimmt klar. B2 und C5. Bitte schön. Du warst sehr überzeugt von dem. Danke schön. Normalerweise kann man erstmal ruhig gucken, ob man richtig ist mit der Erinnerung. Ne? Und dann, aber ihr habt ja gut gelegen. B5. Bertha 5. Zahnbürste, Zahnpasta. A2. Wow, stark. Das war ja richtig systematisch vorgegangen. Es steht 3-1 für Bettina und Kai. A5. Oh. Teddybär. F4. Apfel in Stückchen. Das ist ja ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, sagt Kai. Ein bisschen jetzt, damit hier E5. Performance under pressure. Bitte, Amira. E5, ja. Und F4.
Guck mal, ihr habt F4. Und F zurückgeben. Wie Friedrich das 4. Mit den Orangen. Ihr spielt ja fast miteinander. Okay, weiter die Porras. A4. A4. Auch eine gute Autobahn. Und F5. Mhm. Amira prescht vor mit F5 und hat recht. Gut, ich gehe jetzt alle Autobahnen durch. A3. Ja, Moment, ich wollte gerade sagen, die F5 kenne ich gar nicht. Ach, das Eis war... Das Eis... Wo war das? C1 oder? Nee. Oder war das genau das Eis, was wir schon mal hatten? Das war, glaube ich, auch das A3. Das war das. Ja, dann machen wir mal D3. Hätte ich jetzt auch gesagt, lustigerweise. Dora 3. Das sind nach wie vor die Gänseblümchen. D5 oder E4? Scheiße, das weiß ich nicht mehr. Ach, da fangen doch der unten an. E4 war es. Nee, mach mal. Es sind ja noch ein paar Karten da. Also hier. Ah, Mist. Ich meine E4. Ich glaube, es war ganz unten. Also die erste umzudrehen ist nicht besonders mutig. Die erste, ich glaube, es ist D5. Du sagst D5, soll ich mal auf dich hören? Ich meine E4. Ja, mutig. Du. Die mutige gewinnt, komm. Es war irgendwie weit unten. Nee, aber nicht so weit unten. Aber nicht so weit unten. D5 Dora hatten wir nämlich 5. noch nicht. Das war der A5. A5. Nee, das bringt uns ja nichts. Achso, natürlich bringt uns das. Was ist Männer? Ich wollte gerade sagen, Bettina, das Spiel prinzipiell ist verstanden, oder? E4. E4 für Bettina. Und A3. Hä? Wo war der denn? A3. Nein, das ist Eis. Nein, halt schon. C3. Entschuldigung, jetzt war ich durch. C3. C3. Nee. Ach, shit. Okay, jetzt, dann haben wir Apfel und Gänseblümchen und haben die Porras am Zug. Dora 3. Und E4. Und E4. So wird ein Blumenstrauß draus. Übrigens, Ausgleich. 4-4 und ihr seid weiter dran. F3. F3. Friedrich 3. Gummistiefel. Aha. F1. F1. Ball. Den Gummistiefel kenne ich. D1 war, glaube ich, der. Ich kenne den Gummistiefel nicht. D1. Dora 1. Nee. Und F. Dora 4. Und Dora 4. Ihr seid gut. Scheiße, auch nicht. Wo ist der denn jetzt wieder hin? Wie man sich über so eine rote Tasse so ärgern kann, oder? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Olli und Amira. Ich weiß nicht mehr, wo die Äpfel waren. B4. Hast allen Mut zusammengenommen jetzt, ja? Ja. Jetzt Data sagt 4. Der Oma, was der Olli war. B4. Ja, Bertha 4. Die Socken. E1. E1. Oh Gott, jetzt gibt es auch noch unterschiedliche Tassen. Wo hat, was hat Olli vorher gesagt? Und D1. Wo sind die Äpfel? Was bei C3 sind die Äpfel. C3 und D1. Ja, also, wir welche sagen möchte haben? C3. Cäsar 3. Und D1. Dora 1. Dora 1. Stark. Gut. Und die Socken okay. B1. Und die Socken weiß ich nicht. B1. Cäsar 1. Nee, B. Oh, Entschuldigung, B, Entschuldigung. B1. Ach. Die weiß ich nicht. Echt? Jetzt hatten wir so doch eben. Warte mal, jetzt bin ich durcheinander. Ich weiß es. Nee, warte mal, da waren sie. Unten links waren die bei B, da bei B4. War es jetzt B4 oder D4? Jetzt bin ich wieder. Nee, das war die Tasse. B4. Ja. Bertha 4. Amira hat sich gleich geärgert. Gleich ist gehabt? Ja. Ja, okay. Was hatten wir noch nicht? D2 hatten wir noch nicht. Sagst du es mir nochmal? D2, Dora 2. Ah ja, da ist ja auch so ein Gummistiefel. F3. Ja. F3. F3? Das ist so schlimm. Ja, jetzt rollen sie ab. Okay, ja, das ist die Frage. Drei vor habt ihr? Ja, das reicht. Jetzt mal, ja, mal gucken. Jetzt würfelt mal eine schöne 1 da gleich. Bettina, ihr seid dran. E2. Emil 2. Und D4. Nein. D4. Nein, scheiße. Ja, das war so, die andere Tasse. Und jetzt könnt... Entschuldigung, langsam. Amira, bitte. E1. Emil 1. Und ja, E2. Und E2. Sehr gut. Nur mal, damit ihr spielt. Jetzt ist 7-5. 7-5. Wenn ihr Durchmarsch macht. A1. D4 war das ja. So gerade, ne? Ja, D4. Wenn das D4. Jetzt hat das. Jetzt. So, Olli ist voll unter Strom, ich sehe es. A3. Und jetzt kommt's drauf an. Und die C1. Nein! Nein! Du kannst doch nicht das glauben! Ich will die Entscheidung!
Entschuldigung, das kann ja wohl nicht an. Ich hab's doch auch nicht gewusst. Oh Gott, oh Gott. Das war ein Elfmeter ohne Torwart. Sagst du da nicht mal ein Eisenhaken? Ich kam gar nicht mehr dazu. Ich kam gar nicht mehr dazu. F1. Mal gucken. C1. C1. Und die Eins waren ja das ist der achte Punkt. Und dann kriegst du den nächsten auch noch dazu. Also, dieses Spiel geht an Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann. Ja, du, nein, du hast das gut gemacht. Du hast ja keine Unterstützung gehabt. Nee, das war wirklich. Du hast keine Unterstützung gehabt. Ja, eben habe ich alleine gespielt. Keine Unterstützung. Ich habe sie ja reingebracht in die Sendung. Warum soll es hier anders sein? Warum soll es hier anders sein als zu Hause? Zu Hause. Da gibt es auch manchmal Schreien. Okay, bitte sehr. Auf geht's. Wie viel ist der Sieg in diesem spannenden Memory-Duell wert? Das ist man kann hier von einem Big Point sprechen, also wirklich starker Vortrag und für Olli eine Demütigung, oder? Ja, ja, und auch noch so provokant, so ich hab doch gesagt, ich schieße. Ja. Sei doch ja. Okay, 6 Punkte dazu. Für dich gemacht. Schaut mal hier, Friede auf Erden. Till und Luna brauchen noch ein bisschen Unterstützung von uns. Ja. San Diego und Verona auch, aber bis zum Finale ist alles offen. Olli und Amira 11 und Bettina und Kai 14 Punkte. Wow. Und so geht's bei Das Spiel beginnt für die 8 hier im Studio und für Sie zu Hause weiter. Balla Balla wird uns jetzt beschäftigen und das Spiel trägt den Namen zurecht. In der Zuhause-Variante kennen Sie die Geschichte möglicherweise so. Ganz simpel. Kugeln werden auf andere Kugeln aufgebracht, aber irgendwann haben sie so viel Gewicht, dass sie runterfallen. Und es geht in der Zuhause-Variante darum, möglichst viele Kugeln oben zu platzieren. Bei uns im Studio ist das ähnlich, aber eben doch nicht ganz genauso. Denn das ist Balla Balla bei uns. Jedes Team, und es wird Familie Pot und Familie Schweiger betreffen, bekommt 7 Kugeln. Und die werden aufgespießt mit eurer Stange und werden hier abgelegt. Ich mache das mal vor. Also das könnte so aussehen. Am Anfang kein Problem, nur später, wenn Gewicht dazu kommt, dann ist es gut möglich, dass Kugeln durch die Bewegung auch einfach durchrutschen. Ja? Insbesondere, wenn 3, 4, 5 oder noch mehr Kugeln am Start sind. Ich nehme die mal wieder raus. Es ist ein bisschen Bewegung drin. So. Ihr kommt schon dazu, Till und Luna, auf die rote Seite und San Diego und Mama Verona auf die andere Seite. Ja, Till checkt erstmal das Gewicht. Was würdest du sagen, wer ist geschickter? Bist du geschickter oder Papa geschickter? Gib mir mal die Stange, ich kann mich nicht. Ihr müsst auf jeden Fall die Stange dazu nehmen. Das wird nachher ganz wichtig, wo ihr das platziert. Okay, soweit verstanden. Till und Luna beginnen. Hier liegt eure Stange. Und auch vor Balla Balla können wir es nicht lassen und singen zusammen das Spiel. Sehr starker Vortrag. Also, leg ich eine Kugel und dann legen die eine Kugel? Genau, erst, ganz genau. Erst eine rote, dann kommen die Pots, dann ihr wieder hin und her. Und es geht darum, wenn alle 14 Kugeln gelegt sind, wer mehr Kugeln oben hat. Ah, okay. Es kann sein, dass zwischendurch welche runterfallen. Es kann auch sein, dass man sie so geschickt legt, dass alle oben bleiben. Dann wäre es ein Unentschieden. Und wie haben wir das Spiel verloren? Wenn alles runterfällt? Nach 14 Kugeln, wie viel oben bleiben? Also die erste ist unproblematisch. Die kannst du eigentlich... Überall hinlegen. Ja, eigentlich überall. Sag ich jetzt mal. Mach mal. Mal schön in die Mitte, ne? Okay, Till sagt in die Mitte. So ein bisschen liebevoll ablegen. Du machst ja. Die erste. Die Mitte, Schatz. Ja, die rutscht noch ein bisschen runter, aber ich denke mal, da passiert nichts. Oder da drüben, da ist auch Platz. Also am Anfang ist echt easy. Okay, die erste sitzt. Jetzt bin ich. San Diego. 16 Jahre alt, Schüler der 10. Klasse, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das heißt, bei dir geht es jetzt auch um die weiterführende Schule? Ja. Also um die Gymnasiale Oberstufe? Ich bin auf einer internationalen Schule. Internationalen, okay. Und das ist alles ein bisschen anders. Okay, aber ihr habt auch Homeschooling jetzt? Ja, haben wir. Okay, Videounterricht. Till. Okay. Also ich sag mal, selbst die müsste eigentlich noch recht unproblematisch machen. Nicht, dass ich Druck machen möchte, aber die geht, glaube ich, noch recht unproblematisch. Kannst ganz andere Seite, kannst auch drumherum gehen. Da seid ihr alle vollkommen frei. Okay, liegt. Wunderbar. Jetzt Verona. Jetzt greifen wir an.
Schnell, schnell, bevor sie dreht. Was ich jetzt mache. Vorsichtig, vorsichtig. Ich versuch's auf deren Kugel zu legen. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Vorsichtig, vorsichtig. Und jetzt schnell raus. Ja. Okay. Sitzt, wackelt, hat Platz. Jetzt Luna. Da vorne hin, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Noch gibt es freie Plätzchen. Das ist die erste, die ja, aber wenn die ist, dann auf unseren Dingern liegen. Interessante Taktik. Ne? Kein Zeitstress. Ja. Was? Also mein zweiter San Diego macht das mit sehr ja. viel Liebe. Also wenn die einmal sehr gut. durchfallen, dann fallen die immer durch. Ne? Also nicht. Komm auf, aber hier. Hä? Da direkt. Wo? Da vorne bei dem roten. Der hier? Ach, hier gleich. Oh, das. Obwohl, nee. Nee. Aber vorsichtig, dass es nicht so schwer wird. Das ist doch alles. Aber er baut nach oben. Das ist gar nicht schlecht, weil nach unten fällt es ja weg. Vielleicht eine Möglichkeit. Streikt da eine Kugel? Ja, nicht so weit rein, dann diese hier, die klemmt ein bisschen. Die klemmt, nicht, ja, dass das sie machen wir gleich mit roher Gewalt. Ja, nicht, dass wir beim Rausziehen. Warte mal. Vorsichtig. So. Nee, nicht einfach. Tu dir mal da oben auf die roten drauf, dann fällen die vielleicht no, raus. No, you can't say, okay. Nee, was? Nee, dahin. Pack dir mal drauf. Ja, und dann fällt meine mit durch. Ja, aber dann haben wir zwei von denen weg. Ja. Guck mal hier, der Till. Till weg. Dann haben wir ja, ist immer ein bisschen, ja, es ist immer riskant, oh, mit Till am Set zu sein. Also deswegen. Ja. Nee, Diego, deine. Du musst setz dich durch, nein. Du musst einfach vertrauen. Finger weg, Diego. Das bringe ich ja gar nicht übers Herz. Nee, das wird ja gar nichts bringen. Nee, aber lass doch deine Mutter mal machen. Ja. Und jetzt vor Winkel. Dann ist oh. Ja, Moment. Also eine rote, eine blaue sind runter. Ja, eine rote, wir haben nichts verloren. Danke, Verona. Doch, ihr habt auch eine verloren. Du musst sie nicht so ja, nah. Ja, jetzt bin ich ja schon mitten in der Sache. Aber warum setzt sie denn? Setz dich durch. Nee, das ist doch falsch. Die fällt doch da raus. Lass sie doch bitte. Die fällt doch da ja, raus. Ja, leg den doch mal jetzt da oben. Dafür ist ja doch mein Berater hier. Und jetzt im hohen Winkel raus. Ja. So, vorsichtig, vorsichtig. Und dann meinst du, Diego, das wird nichts. Guck mal, du musst. Ja, ich dreh ja schon. So, guck mal. Ja, siehst du alles gut. So! Okay! Ja. Oh, der kostet mich Nerven, dieses Kind! Das kriegt ja alles aber ja, hier, da bei dem Blauen, ne? Du ihn auch, wenn ich das richtig gesehen ja, habe, Verona. Guck mal, die schweigen, wie die sich beraten. Das ist doch faszinierend. An der anderen Seite vielleicht, dass du sie umdrehst. Okay, ach, einfach Luna locker rein damit. Hat den Check. Ist das schon eine? Ja, okay. Da ist noch keine dazu, aber die Gabel ist ja noch blau. Okay. Tja. Probier mal. Oder hier? Ja, das ist nicht. Da hier? Ja. Ich will jetzt auch, dass ein paar von denen durchfallen, von den blauen. Ach, du möchtest provozieren? Warte mal, kann ich die nicht, wenn die noch ja? am Stab ist, kann ich ja nicht so ein bisschen runterhauen? Ist ja dann aus ja, Versehen. Also das wäre nicht ganz fair gespielt. Das wäre nicht fair. Okay, warte, ich muss die Frage stellen. Du darfst eigentlich mit dem Fuß kurz rauf, um von oben zu gucken. Okay. Gleich. So, jetzt hat sie die Lücke entdeckt. Und. Oh. Ah! Sagst du? Boah. Shit. Konzentrier dich, sonst finanziere ich deine Schule nicht knapp, weiter. Vielleicht opfern mir ja, jetzt mal eine. Wir achten so ein bisschen auf die Distanzregeln, ah, genau. Warte, soll ich die jetzt mal einfach oben drauf machen? Den guck doch von oben Sandy, drauf. Du bist es. Ich meine, du bist doch schon so groß. Dann gehen die doch sowieso schon von oben. Ja. Ich geh's auf Nummer sicher. Wir haben nur noch zwei. Ja, mach du mal, wie du denkst. Ja, aber da geht's auch runter. Aber wenn es nicht hinhaut, dann bezahle ich die Schule nicht weiter. Der Schulabschluss ist denn vorbei. Ach, was? Geht der nicht auf eine öffentliche Schule? Auch da lasse ich mich nicht mehr blicken. Ich war 4 Jahre lang auf einer öffentlichen Schule. So. Schule wird eh überbewertet. Kannst Influencer bitte werden. Bitte. Ja. Wo soll ich komm, San Diego. Trau dich. Diego. Ja, aber dein Mikro oder Key, oder? Hm? Na, egal. Ja, Hijo de la Luna, aber jetzt Rabotti, Rabotti. Diego, no! Diego, no! Warum denn Diego, no? Warum denn Diego, no? Bitte! Glück gehabt. Du machst mich fertig. Till wirkt sehr entschlossen. Till hat eine Lücke gesehen. Wir wollen unser erstes Pünktchen holen. Okay. Was macht der Till da jetzt genau? Ich bin auch noch nicht ganz sicher, aber... Vielleicht, eine Idee. Schwer, vielleicht eine Idee. Ich, ja, aber ich kann die Verantwortung leider nicht tragen. Nee, Papa, ich glaube, das ist nicht so gut. Hm? Papa, hör mal auf die Tochter. Ja? Dahin. Obwohl, warte, stopp. Scheiße, liegt nach unten noch. Ne? Ja. Der muss jetzt einfach ja, zärtlich reinlegen. Wenn es geht. Komm. Oder? Liebevoll. Gönn. Ja, geht. Okay. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt sind aber zwei Blaue rausgefallen.
Jetzt hier Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt. Jetzt haust du einfach mal auf die Runden drauf. Ja, das andere Loch. Da habe ich die Schill, als die Faust kam. Ne? Nee, ich war ja schon froh, dass ich die Kugel abgelenkt gekriegt habe. Aber noch nichts entschieden. Zwei blaue Blöcke ist unauffällig. Okay, die letzten Kugeln, Balla-Balla. So, Balla-Balla. Warte, wo sind denn die? Das ist doch auch so ein Begriff für Leute, die sie nicht ganz beieinander haben, oder? Vielleicht sind es... Sag mal, gut, dass du es sagst. Ja, auch ich. Okay. Oh. Die liegt... Oh, da. Ja. Drei. Eieieiei, da ist es aber schwer abgerauscht hier. Oh, scheiße. Ah. Okay. Ja, die rollen alle weg. Guck mal, da... Luna, eure letzte. Da ist noch eine, die steckt fest. Ja, ja, die ist auch... Vorsicht, Till, bitte nicht mit den Händen. Ich bin genau, die kannst du... Aber Vorsicht. Die ist raus. Ja, die ist raus. Die mal da, oder? Muss die nicht eigentlich nach vorne? Aber die muss man ja rausnehmen, ja, damit man sieht, was passiert. Ja, weil die hält jetzt das Gewicht von den anderen Kugeln. Okay, ich glaube, die muss rausrollen. Hier ist eine Stange, Johannes. Also, nein, ich darf ja euren Stab nicht. Das ist ja alles hier hygienemäßig. Luna, du spielst schon mal auf. Ja. Und ich bekomme meinen Stab noch mal und regel das da. Ich dann noch mal dahin. Auf sicher, ne? Achten hier während der gesamten Produktion drauf. Und die haben ein, du kannst schon drauflegen. Ich kläre das. Ja, aber der muss ja erst raus, sonst geht das doch nicht. Sick. Ja. Ja. Ich einfach mal Danke. Warte, er kommt gerade. Luna, warte. Jetzt nehme ich nur Einfluss auf das Spiel. Das ist eigentlich nicht so günstig. Aufpassen. Weil die ganze Statik natürlich festklemmt. Okay, jetzt rollen lassen. So, okay. Hey, super. Sehr gut gemacht. Wow. Jetzt Luna, das letzte Kugel. Ja. Okay, also ich muss sicher legen, oder? Zwei. Vorsichtig. Kann man nicht letzter. Sei mutig. Ah, Diggi. Oh. Alles drin gewesen. Und die letzte Kugel. Ja, nur, Till, Luna, das bleibt spannend bis zum Schluss. Wie viel haben die jetzt? Letzte Kugel für Familie Pot. Also die haben vier Stück. Du musst ihn einfach hier in die Mitte und hoffen, dass die alle drei rausfallen. Sonst was anderes bleibt uns nicht übrig. Aber nicht mit Gewalt, ne? Ja, genau, wir versuchen, die lieb zu legen. So, Luna, ihr haltet ein bisschen, Till. Ihr haltet ein bisschen Abstand voneinander. Ja, ganz genau. Wenn die drei müssen runterfallen, dann haben wir gewonnen. Und unsere muss oben bleiben. Sonst unsere, okay. Ja. Aber nicht reinwerfen, ne? Nein, das mache ich doch nicht. Hau die Schätze einfach rein. Bin nur ein bisschen zittrig, ja, ein bisschen. Okay. Komm, das ist ja ein Spiel. Ich muss ja taktisch vorgehen. So. Ja, guck mal kurz, ob das da sicher ist. Und wenn nicht, gehst du nochmal rüber. Ja, dann würde ich sagen, wie viele müssen? Okay. Ja, drei müssen runter. Lass mal ein bisschen fallen. Ja, aber Nein, ich dreh doch hier wie an Zuckerwatte. Aber Mitte, der bleibt doch niemals da so hängen, ohne dass er links runterfällt. Ja, aber es ist doch ein taktisches Spiel, Kinder. Was soll ich denn machen? Ja, aber der ist jetzt richtig runtergeknallt. Ich hab die sowieso gewonnen. So, dann wollen wir doch mal schauen. Also, schaut von oben drauf. Dann zähle ich. Ich zähle zwei blaue und drei rote. Und damit geht dieser Punkt an die Schweigers. Gewinnen kann so schön sein. Was der Punkt wert ist, das könnt ihr jetzt entscheiden mit eurem Würfel. Luna? Ja. Okay, mit Schwung in die Mitte. Bis mal. Ja. Okay, ja, so viel Zeit muss sein. Okay. Oh nee. Yes, please! Sag mal! Papa ist ja nicht nur Schauspieler und Produzent, sondern auch Drehbuchautor. Der weiß, wie man das macht in der Großstadt. So, sechs Punkte. Und das ist dann insgesamt mit Blick auf unser Punkteboard. San Diego und Verona 2, Till und Luna 6, Olli und Amira 11 und Bettina und Kai 14 Punkte. Ihr seid im Spiel. Till, Luna, ihr habt gemerkt, bisschen spät gezündet, aber ihr seid im Spiel. Jetzt kommen gleich zwei 1 gegen 1 Duelle und das große Finale, denn das hier ist Spiel Nummer 7. Doppel ist das erste von zwei 1 gegen 1 Duellen, mit denen wir bei Das Spiel beginnt heute Abend richtig Fahrt aufnehmen vorm großen Finale. Die erste Partie
Doppel spielen Verona und Bettina. Ich darf euch schon mal an die Pulte bitten und erkläre mal schnell, worum es geht. Sie kennen es vielleicht von zu Hause bei Doppel. Auch das eher ein Klassiker. Müssen die Spieler blitzschnell Symbole auf ihrer eigenen Karte mit denen einer aufgedeckten Karte vergleichen. Und wer zuerst das gleiche Symbol erkennt, nimmt sich die Karte. Wer am Ende mehr Karten hat, hat das Spiel gewonnen. Wir spielen das in der großen Videowall-Variante. Und die geht so. Gleich werden für euch auf dieser Videowand zwei Spielkarten, ich sag mal Kreise, erscheinen. Dann stoppen die irgendwann. Und ein Symbol ist sowohl auf der linken als auch auf der rechten Spielkarte zu sehen. Und dieses Symbol müsst ihr nennen. Wer das zuerst nennt, einfach reinrufen, muss gar nicht gebuzzert werden, bekommt den Punkt, wenn es richtig ist. Kann ich nicht Bettina gegen Olli tauschen? Ja. Weil das deine Siegchancen erhöht. Das hat natürlich keine Gründe, aber geht das? Absolut nicht. In diesem Fall leider nicht. Ich hab das noch nicht gespielt. Ich bin nur, nein, nur nicht Bettina. Jetzt hast du, jetzt hast du Bettina. Aber ich auch nicht. Und ich glaube, das wird keine Ahnung, ob das mal ein gut Spiel gehen. Ist. Ihr habt das Spiel verstanden. Wer als erster sieben Punkte hat, gewinnt diese Partie. Das Teamkind, hätte ich fast gesagt. Mein Kind mir helfen. Dein Teamkind darf dir nicht helfen. Nein. Und das große Teamkind Kai darf auch nicht helfen. Dann darf der Team Ehemann auch nicht. Vorspiel Nummer 7, das Spiel. Richtig. So. Hält gleich automatisch an. Ein Symbol ist links und rechts zu sehen. Und das brauche ich. Bank. Bank ist richtig. Punkt für Bettina. Nächste. Oh, ich hasse das. Ich kann das. Ja, ich muss. Man ist so nah dran irgendwie. Fledermaus. Schlitten. Fledermaus ist falsch, weil das Schlitten ist oben ein Frack. So. Aber Schlitten ist richtig. Aber das ist so eine Fledermaus, die schlägt gerade die Flügel zusammen und die hat die auseinander. Du hast eine rege Fantasie, dafür lieben wir dich alle. Komm, aber Maus, Schlitten ist die richtige Antwort, Verona. Was, der Schlitten? 2-0 für Bettina. Weiter geht's. Die Pommes, Popcorn, was ist Popcorn. Denn das? Popcorn ist richtig. Ich sehe gar nicht, ich bin farbenblind. Naja, es geht ja auch um Umrisse. 3-0 für Bettina. Nächste. Oh, das ist eine Katastrophe, ich hasse das. Nein. Und jetzt ist es da... Der Teppich. Der Teppich ist richtig. Oh. Ja. Verona ist jetzt ein bisschen unter Druck, aber... Kannst du dir bitte ein Auge zuhalten? Das Spiel ist noch nicht entschieden. So 4-0 Führung, bitte. So, Achtung. Jetzt aber, hier. Die Lok. Die Lok ist richtig. Das gibt's doch gar nicht. Ja, da oben ich rechts ist sie. Und hier später ist sie Mitte rechts. Sorry. Weiter geht's. Ich sehe nichts, ich sehe es einfach nicht. Also. Diese, Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen ist richtig. Hier links und hier in groß. Ich kann sowas so, nicht. So, Verona, jetzt kommt deine Zeit. Darf San Diego nicht für mich weitermachen? Ja. Wir sind doch verwandt. Ja. Hilf dir doch mal. Also, darf ich. Wir sind doch verwandt. San Diego darf jetzt mitmachen. Jetzt, Bettina wird übermütig. So, also, nein, du gehst da jetzt hin. Nein, das ist gemein. Wenn man nichts sieht, ich meine, weiß nicht, vielleicht. Ja, ich sehe nichts. Dann dürft ihr zusammenstehen. Es steht in meinem Ausweis. Steht in deinem Ausweis, dass du nichts siehst. Ja. Und nichts höre. Okay, also, steht 6-0. Wir haben jetzt ein paar Matchbälle für Frau Zimmermann. Hier ist das nächste. Karten Doppel. Gorilla. Ja. Gorilla ist richtig. Guck mal, da ist es eigentlich los. Jetzt, weil das nicht so mutig war, Bettina. Nee. Okay, weiter geht's. Verona, du musst antworten. Flugzeug. Sag mal. Jesus. Auf einmal. Da das umgedrehte Flugzeug. Ja, ich seh's. Okay. 6-2 steht's. Weiter geht's. Du bist wieder San Diego. Na. Ja. Spinne! Du siehst nichts? San Diego, du kannst wieder Platz nehmen. Nee, du kannst wieder Platz nehmen. Mama kann das schon alleine. Es steht 6-3. Bitte, jetzt spielt Verona weiter. Ich weiß auch nicht, die Spinne war richtig und jetzt geht's. Jetzt sehe ich nichts mehr. Weiter. Jetzt ein Idiotenspiel. Bitte? Was? Was hast du gesagt? Bank. Die Bank ist richtig. Da oben links ist sie und da ist sie ganz oben. Bank ist richtig. 7-3 gewinnt Bettina Zimmermann. Na sowas. Nein. Gegen Verona. Du, ich kann mal.
Du hast hier noch eine Würfelaktion. Ach so, du darfst auch keinen Würfel lassen. Möchtest du noch mal? Nein, sie ist doch unsere Glücksbringerin. Das ist großartig. Ich mache hier eben. Wie geht's wie dir? Ich mache hier auch alles alleine. Soll ich wieder zu euch? Soll ich? Ja, komm, mach eine 2. Hat ja Glück gebracht. In die Mitte. Tja. Aber, oh, spannend, spannend. Oh, ja. Das gibt's gar nicht. Entschuldigung, noch zwei. Mann, so viel Glück im Spiel, du meinst, nicht, dass die Rechnung noch haben. Wir haben ein Problem. Und es macht unsympathisch. Es ist unsympathisch. Bettina und Kai. Und das macht 20 insgesamt. San Diego und Verona bleiben bei 2, Olli Amira bei 11. Till und Luna bei 6 Punkten. Und jetzt kommt ein wunderbares Spiel. Auf das können wir uns alle freuen. Das können Sie zu Hause nämlich ganz easy nachspielen. Das macht totalen Spaß. Und wir werden sicherlich viel Freude haben, wenn wir Till Schweiger und Oliver Pocher beim Teelicht-Curling beobachten. Beim Teelicht-Curling duellieren sich gleich Till Schweiger und Oliver Pocher. Ihr dürft ruhig schon zu mir kommen. Die Sache ist denkbar einfach. Im Grunde brauchen Sie nur ein Teelicht. Das haben nun wirklich die meisten Menschen zu Hause. Ein Tisch und Sie machen sich eine Markierung drauf, wie Sie es gerne hätten. Es geht darum, das Teelicht sozusagen dorthin zu curlen, in die 10, 30er oder 50er Zone. Ich probiere es einfach mal. Es muss nur hier, wir müssen ein bisschen Abstand halten, es muss nur hier sozusagen losgelassen werden vor der roten Linie. Ungefähr so. Das wären jetzt 30. 30 Punkte. Schon das Berühren der nächsten Linie wären 50 Punkte. Ah, okay. Das hier sind 10 Punkte. Das hier ist nix. Raus. Das ist das ganze Spiel. Jeder von euch hat 7 Teelichter. Dürfen wir einmal Probe machen? Nein, dürft ihr nicht. Ihr dürft aber gleich anfangen. Das sind ja gleiche Regeln für alle. Olli beginnt. Moment, noch nicht. Wir zählen nachher die Punkte zusammen. Und wie beim Curling, bei Olympia gucken das ja 9, 10, 11, 12 Millionen Menschen. Wie beim Curling kann man einerseits sich selbst gut platzieren, aber natürlich auch den anderen rauskegeln oder Wege versperren und so weiter. Schießen wir abwechselnd oder alle hintereinander? Okay. Abwechselnd. Okay. Teelicht Curling. Ja. Das Spiel. Ah. Eindeutig über der roten Linie. Ja, aber wollen wir nicht okay, mosern, es gibt klar. Ja keine Punkte. Alles klar, okay. Aber sperrt mir den okay, Weg, wenn wir das so spielen, dann ist okay. Dann warte ich jetzt auch so, genau hier. So. Alles klar, ist kein Problem. Ja, ja, okay, alles klar. Ja. Okay. 10 sichere Punkte für Till. Ja. Das hat er absolut richtig gemacht. Ja, das ist schon okay. Das ist ja der Anfang. Ich werde jetzt genau darauf achten nochmal. Wir brauchen hier eine Kamera. Ja, ne? Ja, es geht auch um Taktik. Die erkennt zwar noch keiner, aber es könnte sein, es ist eine. Hab ich noch nicht mal berührt, ne? Oh, shit. Ja. Okay, oh, jetzt ist vorne schon ganz schön zugebaut. Aber okay. Das ist anschneiden. Olli, lernst du denn auch gar nichts draus? Was Olli? Ist denn jetzt hier? Es ist 10-10, es ist unentschieden bisher. Ja, alles gut. Ja, okay, der ist nix. Der ist nix. So, ihr habt jeder noch 4. 30 Punkte, 30 Punkte für Oliver Pocher. Wir machen das jetzt um Geld. Ah, zu viel Kraft. Damn. Oh, über Bande. Also wir sehen 20 Punkte, warte mal kurz, 20 und dann haben wir 30, 40, 50 für Olli. Aber das kann sich komplett ändern. Zum Beispiel jetzt. Na, die 30 rein. Jetzt haben wir 30, 40, 50 zu 30 für Olli. Aber Olli legt vor. Oh, bitte. Thank you, baby. Bin ich zumindest noch auf der 30 mit dem? Nee. Nein, bist du nicht. Mit dem nicht. Nee, aber das kann sich ja ändern. Vorletzter für Till. In die 10. So, Ollis letzter. Ollis letztes Teelicht. Was hast du vor? Ja, so von der Seite rein. Okay. Keine Experimente, geh auf Nummer sicher. Na, muss auch mal, wer nicht wagt. Ach komm. Okay, dann haben wir hier mal wieder 30. Ach, berührt doch die rote 40, Linie. Nee. 30, 40, 50, 60, 70 zu 60. 10 wäre unentschieden, mehr wäre gewonnen. Jawohl, gewonnen. Dann zählen wir. Moment, Herr Schweiger. Wir zählen erstmal. Das sieht man mit links. 30, 90, 40, ja. 50, 80, 90. Ja, das sind 10, schon 90. 20,
190, 110. Punkt geht an Till Schweiger. Ja. Bitte. Ich hätte beinahe gesagt, ab ins Körbchen. Aber so einfach ist es. Aber da warst du dann richtig ein bisschen, das wolltest du auch gewinnen, ne? Ich will ja. Wir waren die ganze Zeit 9 Punkte. Da links gibt es noch einen Stuhl. Oh, du kannst dich links hinsetzen für ausgesetzte Ehemänner. Ich habe gegen Deutschlands größten Schauspieler gerade verloren in einem Spiel. Ja, im Teelicht abschießen. Ja, das ist ja wohl nicht so Schauspieler. Till darf noch würfeln. Nein, die Luna, Luna darf würfeln. Ich glaube, das ist die Distanz so regelt. Komm, wir werden doch zwei Würfel. Ganz schön viele Würfel geküsst heute Abend. Muss mindestens eine 5 machen. Okay. Ich gönn's den total. Also, ich muss, was mir gefällt, ist minimaler Aufwand, maximaler Ertrag. Zwei Spiele, 12 Punkte. Guck mal, so sieht's nämlich jetzt aus. Bei Till und Luna kommen 6 dazu, sind 12. Damit überholen sie auch Oliver und Amira. Ihr könnt das ja in Ruhe auf der Rundfahrt ausdiskutieren. Das hast du gerade zerstört. San Diego und Verona bleiben bei 2 Punkten und Bettina und Kai ja fast uneinholbar vor unserem Finale bei 20 Punkten. Jetzt kommt das große Endspiel. Alles kann sich drehen und auch Familie Poth kann hier noch richtig abräumen. Es geht um 15.000 Euro für einen guten Zweck und das ist unser Finalspiel. Mein Hütchen ist unser Finalspiel und das kann alles bisher Dagewesene punktemäßig auf den Kopf stellen. Das ist zum Beispiel für Familie Poth eine richtig gute Nachricht. Obwohl ihr sozusagen in der Runde zuvor auf einem glorreichen 4. Platz gelandet seid, könnt ihr mit einem einzigen Steinchen alles nochmal drehen. Und das ist kein Spruch, das ist die ganze Wahrheit. Hüpft mein Hütchen in der Zuhause-Version haben sie vielleicht so schon mal gespielt. Mit Hilfe einer Katapulthand lassen die Spieler abwechselnd Hütchen auf ein Spielfeld fliegen, um Punkte zu sammeln. Je näher das Hütchen zur Mitte landet, desto höher die gesammelten Punkte. Und die Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnen. Und so sieht Hüpf mein Hütchen bei uns aus. Riesengroß aufgebaut in der Mitte unseres Spielbeginnstudios. Und vielleicht vergegenwärtigen wir uns noch mal schnell, wie der Punktestand nach 8 Duellen war. Da waren Bettina und Kai in Führung. Deshalb bekommen sie die meisten Hütchen. 4 Stück dürfen sie spielen. So, Luna und Till haben sich mit minimalem Aufwand maximal auf den 2. Platz vorgearbeitet, bekommen 3 Hütchen. Amira und Oliver haben sich wieder vertragen und bekommen auch deshalb 2 Hütchen. Und San Diego und Verona 1 Hütchen. Ja, wir haben es gesehen, Johannes, sag es ruhig. Kommt doch alle mal zu den Katapulten, weil jetzt ist Teamwork gefragt. Von oben ist gut zu sehen, dass wir 3 verschiedene Farben haben. Die beiden Reihen außen geben 25 Punkte. Die beiden mittleren Reihen 50 Punkte, in der Mitte die schwarzen 4 100 Punkte. Besonderheit ist, nur jedes Hütchen, was komplett versenkt ist, gibt Punkte. Wenn ein Hütchen zum Beispiel in der 100 ist, nehmen wir mal an, ein grünes Hütchen, und ihr bekommt dafür 100 Punkte, und Till und Luna anschließend in dasselbe Hütchen reintreffen, sind eure 100 Punkte futsch, und Till und Luna bekommen die 100 Punkte. Yeah. Hier kann sich's bis zum Schluss drehen. Okay, alles ist verstanden. Und wie ist denn die Reihenfolge? Wie ist denn die Reihenfolge? Erst beginnen die mit 4, dann kommen die Dreier dazu. Also ihr kommt in der letzten Runde. In anderes rein genau, ihr kommt in der letzten Runde dazu, deshalb habt ihr alle Möglichkeiten. Bettina und Kai, ihr beginnt. Wir schießen jetzt irgendwo hin. Wir gewinnen das. Ja, naja, ne? Irgendwo hin. Es wäre schon hilfreich, wenn ihr in die Mitte trefft. Ja, gut, das ist ja ein Plan. Auch vorm Finale. Komm, alle zusammen nochmal, vielleicht sogar Sie zu Hause. Das Team und unsere 8 prominenten Klasse-Mitspieler. Das Spiel beginnt! Okay. Bettina. 1, 2, 3. Gut. 50 Punkte, schon mal. Stark. Jetzt kommen Till und Luna dazu. Wir zählen rückwärts. 3, 2, auf die 1 oder auf die 0? Die 1. Die 1. Wir haben verloren. 3, 2, bei der 1, ne? Ja. 3, 2, 1. Ui. Kein Punkt. So powerful. Kein Punkt. Aber der kann noch Punkte machen, wenn er von jemand anderem reingestoßen wird. Jetzt seid ihr noch mal dran. Bettina und Kai. Ja, ich versuche, das ist eine Technik. Ich mach mehr und du machst weniger. 2, 3. Nochmal 50 Punkte für Zimmermann und Wiesinger. Wir müssen so eine Ehekrise hier haben. Ja. Jetzt kommen Olli und Amira. Wir müssen besser sein als die. Ja. Okay? Das ist richtig. Warte, ich muss stabil stehen. 1, 2, 3.
Oh, das ist aber sehr weit. Sehr viel Kraft. 50 Punkte. 50 Punkte. Luna und Papa Till. Da muss das so die Mitte sein. Hm? Okay. Ja. Also. Auf 1, ja. 3, 2, 1, ja? 3, 2, 1. Oh nein! 50 der Punkte auch für die Schweigers. Der war schon fast drin. So, jetzt seid ihr dran. Ihr habt dann noch den letzten, aber erstmal euer Vorletzter. Ihr seid wieder. Ja, wir spielen zum Uhrzeigersinn. Gleich kommt Verona und dann Ego. Eins, zwei, drei. Wow. Das ist eine Frechheit. 100 Punkte für... Oh Gott, ey. Aber jetzt brauchen wir dein Hütchen, ganz kurz. Weil ich kann nicht den Hut samt meiner Mutter drauf tun. Ja. Wir brauchen einmal dein Hütchen, bitte. Das soll dir Glück bringen. Ich hab das. Ja. Ihr könnt jetzt zum Beispiel euch 100 Punkte holen und 100 woanders streichen. Also wenn wir jetzt, ihr müsst genau in den Grünen treffen. Wenn wir in den Grünen treffen, hätten dann wir seid schon ihr zumindest im Spiel. Ja, okay. Oder auf geht's. So, ich dreh mich mal so rum, weil das Kleidchen ein bisschen kurz ist. So. So, bist du bereit? Ja. Ich sehe ja nichts, Diego. Wir zählen auf drei. Auf geht's. Ja, 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 wir müssen ja nur uns auch konzentrieren. Egal, da gibt's nichts zu konzentrieren. Doch. Doch. Die Schwingungen müssen stimmen. Brauchst du wegen der Schuhe eine Stütze, dann kannst du dich gerne hier festhalten. Eins. Warte, der Rock ist ein bisschen runter. Ja, von hinten sieht man ja nichts. Eins, zwei, drei. Guck. Oh. Ja, guck, wir sind rechts. Okay, aber es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Olli und Amira. Okay. Okay, warte mal. Bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Oh. Ja, okay, Moment. 50 Punkte weg bei Kai und Bettina und 50 Punkte bei Olli und Amira drauf. Außer wir machen jetzt da rein. Jetzt sind ja, die 50 weg, könnten also, zum ja, Beispiel die für die Schweigers eine Rolle spielen. Ja, aber ich will denen doch nicht helfen. Genau, jetzt kommen Till und Luna. Ach doch, dann mag ich. Ja, wenn die jetzt ready sind. Okay, ihr wisst, was zu tun ist. Mach den 100er weg. 3, 2, 1. 50 Punkte für die Schweigers dazu sind 100 und jetzt könnt ihr euch richtig abfeiern. Ihr liegt nämlich mit 150 Punkten. Jetzt müsste es sehr blöd laufen, wenn ihr ein eigenes... 1, 2, 3. Oh, nochmal 25 oben drauf. Und damit gewinnen Kai Wiener und Bettina Zimmermann mit 175 Punkten. Das Spiel beginnt aus dem April 2020. Eine Sendung unter ganz besonderen Voraussetzungen, unter ganz besonderen Umständen. Bettina Kai, wohin gehen die 15.000 Euro? Ja, wir freuen uns, das Geld der Aktion Deutschland hilft übergeben zu können. Das ist ja ein Zusammenschluss, der wurde 2001 gegründet. Da haben sich 23 Hilfsorganisationen zusammengeschlossen, um in Katastrophengebieten zu helfen. Und jetzt durch Corona natürlich in einer Situation, ich glaube, es ist einfach sinnvoll, das auf einen großen Haufen zu tun, wo viele helfen. Und das ich halte das für eine richtig gute Idee. Toll, dass ihr das macht. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Bettina und Kai sind die Sieger. Luna und Till. Toll, dass ihr dabei wart. Genauso Amira und Olli und San Diego mit seiner wunderbaren Mutter Verona Poth. Hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht haben Sie die ein oder andere Idee mitgenommen. So Teelicht-Curling, das geht echt ganz gut zu Hause. Jetzt kommt das heute Journal. Information ist ja Pflicht in diesen Zeiten. Und ganz besonders wichtig. Sie bleiben also dran. Alles Gute hier im ZDF.